Spitzenspiel in der zweiten Handball-Bundesliga. Der Tabellenführer VfL Waiblingen gegen den ESV 1927. Ein temporeiches Spieltor für den ESV durch Franzi Peter. Waiblingen kann immer wieder ausgleichen. Zur Pause eine knappe Führung für den ESV. Dann folgt Spannung pur. Waiblingen geht 24:22 in Führung. In der vorletzten Minute der Ausgleich durch Sarah Mustafic zum 26:26 Endstand. Mehr dazu morgen im Gneitinger Sportstudio.